Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen mit der Show Daily. Ja, heute hier am Start ist der Pujan. Der Pujan nimmt gerade hier seinen Stuhl auseinander. Table Turner. Nee, das ist ja Stuhl Turner. Ja, und ich bin der Sashi und wir erzählen euch heute alles über den 25. April. Heute ist der 25. April. Alles Wissenswerte. Ja, genau. Den Blödsinn lassen wir raus. Nö, logisch, genau. Wer hat Geburtstag am 25. April? Alfredo James Pacino, auch El Pacino genannt. Ach so, der. Alfredo James. Alfredo. Genau, da ist er. US-amerikanischer Schauspieler. Das ist aber der Junge. Genau. Ja. US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Produzent und Oscar-Preisträger. Ich finde den sensationell. Ja, super. Der hat richtig geile Sachen gemacht. Wir machen mal so ein ganz kleines Mini-Quiz. Eigentlich super einfach. Für mich? Aus welchem Film? Scarface. Ristich. Ah, okay. Welcher Film? Der Pate 2. Genau. Genau. Wie hieß denn der Pate 2? Wie er hieß? Mhm. Michael. Michael Corleone. Ja, genau. Hervorragend, was der Mann alles weiß. Ja, ja, ja. Genau. Noch ein weiterer Quiz. Nee, ich habe gesagt, ganz kurz. Ach komm. Oh. Und in welchem Pate hat er nicht mitgespielt? Im ersten. Falsch, in keinem hat er nicht mitgespielt. Er hat in allen drei mitgespielt. Ist egal. Na gut. Ja, das kannst du ja nicht wissen, denn du bist ja nicht bewandert in solchen Sachen. Ja, 1984 tippten insgesamt 96 Spieler beim 6 aus 49 6 richtige. Ja? Und hielten dafür jeweils nur 16.907 D-Mark. D-Mark, genau. Das sind 8.644 Euro. Ich bin ja kein Lottospieler, aber so viel weiß ich. Wenn die Zahlen kommen, weißt du nicht, wie viele gewonnen haben. Das heißt, ich stelle mir das gerade vor, du sitzt da mit deinem Los zu Hause, aber guckst ehrlich, hier Lotto, hast 6 richtige. 6 verixte richtige. Gehst ab wie ein Zäpfchen. Denkst du, wie geil ist das denn? Nie wieder arbeiten, Ole. Sagst deiner Frau, ich will die Scheidung und zwar gestern. Ja, genau, genau. So. Kündigst den Job. Verpiss dich und nimm Chef, die Kinder mit. Zack, zack. Genau, und den Hund und alles andere brauche ich nicht. Zack. Ich fange neu an. Ja. Und dann kriegst du 16.900 vor allem. Oh, okay, dann will ich nicht gelacht. D-Mark. D-Mark. 8.000 Euro. 8.644 Euro. Katastrophe. Kommt man nicht weit? Einen Abend im Puff und dann ist die Kohle weg. Du musst es wissen. Naja, gut. Sagt man du. Der ne? weiß, der weiß. Ja. 25. April, was ist da noch passiert? Was da noch passiert ist, halt mal kurz das Gesicht. Hallöchen, da bin ich wieder. Dr. Brausefrosch extra für euch eingeflogen für diese Sendung. Darf ich mich eigentlich wieder bewegen? Wieso? Ja. Ich habe dir gesagt, du sollst schon. Achso, okay, alles gut. Wir reden über heute, richtig? Den 25. April? 25. April, ja, okay, ja, ja, genau. Sehr schön. Ich habe euch was Wunderschönes. Hast du wieder was Wissenschaftliches mitgebracht? Natürlich. Hm. Und zwar geht es um. Trittst du mich gerade? Ja, du stehst auf dem Kabel. Ah, ja. Aber nicht auf der Leitung. Ja, das ist wichtig. Sehr lange Leitung. Es geht um Folgendes. Einen Tag nach dem Start der Mission STS-31, der Raumfähre Discovery, der Mannschaft die erfolgreiche Aussetzung des Hubble-Weltraumteleskops. Das passierte am 25. April 1990. Das Problem war nur, dass es einen Linsenfehler gab. Und aufgrund dieses Linsenfehlers hat das Hubble-Teleskop nur unscharfe Bilder gezeigt. Mhm. Oder aufgezeichnet. 3 Jahre später wurde es mit Hilfe des COSTAR-Spielsystems erfolgreich korrigiert, also der Fehler. Und das Hubble-Weltraumteleskop, auf Englisch Hubble Space Telescope, kurz HST, selbstverständlich, ist ein Weltraumteleskop, das von der NASA und der ESA gemeinsam entwickelt wurde, also auch die Europäische Raumfahrtgemeinde, und das nach dem Astronomen Edwin Hubble benannt ist. Es arbeitet im Bereich des elektromagnetischen Spektrums vom Infrarotbereich über das sichtbare Licht bis in den Ultraviolettbereich. Und der Spiegeldurchmesser beträgt 2,4 Meter. Und nur damit ihr versteht, was damit alles möglich ist, habe ich euch ein sehr, sehr schönes Bild mitgebracht, das mit dem Hubble-Teleskop geschossen wurde. Und zwar ist das ein Bild einer fernen, aber sterbenden Galaxie. Jetzt hört sich sterbend so endgültig an. Endgültig und vor allem auch so schnell kommend an. Aber das kann noch ein paar hunderttausend Jahre dauern, bis das passiert. Also ganz cool. Wie ein paar hundert Jahre dauern? Wie?
Nicht ein paar hundert Jahre, sondern ein paar hunderttausend Jahre. Bis es passiert, kann es dauern. Aber wir sehen es ja schon, wenn es stirbt gerade, oder? Wir sehen den Prozess oder einen Ausschnitt des Prozesses. Aha. Aber in der Galaxie darf man nicht in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren rechnen. Mhm. Okay? Ja, das war's von meiner Seite aus. Und deshalb möchte ich auch mich ganz herzlich bedanken, Sascha, dass du mich nicht eingeladen hast. Deshalb, ich bin trotzdem reingekommen. Ja, genau. Hab mir mittlerweile einen Zweischlüssel machen lassen. Ja. Genau. Dr. Brausefrosch, heute hier bei Shoki bei Noki Daily am, was haben wir heute eigentlich? 25. April. Ja, heute 25. Ja, ja, manchmal ist man so durcheinander, weil das ist ja ein bisschen viel Information, die ist ja irgendwie, komm, ist ja egal. Ja. Ich versuche wirklich, dich nicht zu überfordern. Das passiert aber jedes Mal. Ich weiß. Ja. Am 25. April 1983 stellte in Hamburg der Reporter Gerd Heidemann hier die Hitler-Tagebücher vor. Das war doch Beschiss. Meinst du? Ja. Dr. Brausefrosch? Ja, natürlich. Ja, ja, genau. War Beschiss. Ja. Da hat ja jemand einfach, kennst du den Film Stonk? Nein. Da wurde das wiedergegeben, da hat jemand einfach irgendwie diese Tagebücher willkürlich wiedergegeben oder niedergeschrieben. Okay. Und der Kollege hat es einfach als Fakt sozusagen vorgestellt, hat es natürlich als Beschiss rausgestellt. Und wer ist damit ordentlich auf die Fresse geflogen? Man sieht es hier im Hintergrund. Der Stern. El Sterno. El Sterno. Ja, genau. Wie der Franzose sagt. Ja, der Sternreporter, habe ich ja gesagt. Ich glaube, Das war's für heute. Das war heute der 25. April. Schön, dass ich wieder dabei sein Dr. durfte. Dr. Brausefrisch Puhin ist irgendwo... Brausefrisch? Brausefrosch heißt das so genau. Ah, ja, Puhin ist irgendwo da im Äther verschwunden. Und ich sage Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Morgen ist wieder ein neuer Tag und Dr. Brausefrisch hoffentlich... Brausefrosch nicht da. Tschüss. Ist das schwer, Mann, mit dem...